Hallo liebe Musikfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ist Musik? KIZ haben so großen Erfolg mit ihrem Album Rap über Hass, dass sie in Österreich und Deutschland gleich mal auf die 1 geschossen sind. Und jetzt wollen sie ihren Erfolg feiern, indem sie eine Single rausbringen, die sich nicht auf dem Album befindet. Und zwar ist das der Hundesong. Was es mit diesem doch für KIZ-Verhältnisse recht seltsamen Song auf sich hat, das kläre ich heute in diesem Video. Hey ho, let's go! Du bist mein Wow-Wow, du bist einfach nur Wow-Wow. Ob dein Martina oder Ciao-Ciao, ich liebe jeden Wow-Wow. Ja, meine lieben Musikfreunde, der Hundesong von KIZ als Nachschlag zum Album Rap über Hass ist genau das, was der Name schon vermuten lässt. Es ist ein Song über Hunde. Genauer gesagt über das Verhältnis von Hund und Mensch. Musikalisch verwirrt der Song hier etwas, weil KIZ hier überhaupt gar keinen Hip-Hop spielen, sondern das Genre wechseln und eher an die Toten Hosen in ihrer Roten Rosenphase erinnern oder an die wirklich tolle und empfehlenswerte Band Superpunk. Allerdings erinnert die Musik auch an KIZ selbst, und zwar als die Schwarzwälder Kirchtorten. Als die Schwarzwälder Kirchtorten haben KIZ nämlich im Jahr 2017 den Song Glück gehabt rausgebracht. Das war eine Schlagerpastiche. Und im Grunde war das ein ganz ähnlicher Move wie jetzt hier mit dem Hundesong. Aber der Hundesong kommt ausdrücklich als KIZ-Song raus und nicht unter irgendeinem Alter Ego. Und tatsächlich scheint der Song einen autobiografischen Kern zu besitzen. Denn der Hund, der vorne drauf auf dem Cover abgebildet ist, das ist tatsächlich Tareks Hund in Real Life. Tarek ist auch der einzige von den drei Jungs von KIZ, der hier musikalisch zum Einsatz kommt, indem er nämlich den Song singt. Und das Ganze ist zumindest vordergründig betrachtet eine Ode oder Hommage an den Hund. Oder an alle Hunde, denn im Refrain singt er, ob Dalmatiner oder Ciao Ciao, ich liebe jeden Wauwau. Aber das wäre wohl kein echter KIZ-Song, wenn es nicht mindestens noch eine textliche weitere Ebene gäbe. Und das ist hier die Beschreibung der teilweise toxischen Beziehung zwischen Mensch und Hund. Der Mensch, der sich der bedingungslosen Liebe seines Hundes auch dann noch sicher sein kann, wenn er ihn wenig artgerecht in einer Einzimmerwohnung den ganzen Tag einsperrt und vernachlässigt, wie es ja im Song beschrieben wird. Ja, und der selbst dann noch auf die bedingungslose Anhänglichkeit und Liebe des Hundes rechnen kann, wenn er diesen misshandelt, indem er zum Beispiel Zigaretten auf ihm ausdrückt oder seine Nase in seine Exkremente stößt, wie es im Song beschrieben wird. Dieser Song und damit auch KIZ wissen, dass die Liebe zum Hund eine zweischneidige Angelegenheit ist. Zum einen der Hund als bester Freund des Menschen, zum anderen der Hund, der der Macht und Willkür seines Herrchens fast gnadenlos ausgeliefert ist. Und da ändert sich eben auch gesetzlich nur sehr langsam was dran. Erst im letzten Jahr ist ja dieses Gesetz rausgekommen, dass es den Besitzern von Hunden vorschreibt, mindestens zweimal mit ihnen Gassi zu gehen und ihnen dadurch Auslauf zu gewähren. Das klingt jetzt natürlich alles sehr ernst und schwer, aber in erster Linie macht der Hundesong von KIZ Spaß. Und das wird auch durch so lustige Lines erreicht, wie so langsam wird er aus der Narkose wach und fragt sich, wo ist mein Hodensack? Und auch die sehr beschwingte Musik passt dazu. Ein gute Laune-Song mit einer zweiten Ebene, typisch KIZ eben. Und eine super Idee, diesen Song rauszubringen. Leider gibt es ihn nur als Stream oder Download. Ich habe noch keine Veröffentlichung als Vinyl oder auf CD irgendwo ausmachen können. Dabei hätte das dieser Song definitiv verdient. Ja, meine lieben Musikfreunde, das war mein Video-Review zur neuen KIZ-Veröffentlichung, der Hundesong. Wie mögt ihr diesen Song? So wie ich oder seid ihr mehr so die Katzentypen? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch das Video hier gut gefallen hat, dann hinterlasst mir doch ein Like oder abonniert am besten gleich meinen ganzen Kanal, denn dann verpasst ihr ja auch keins meiner künftigen Videos mehr, wenn ich etwa neue Alben review oder über interessante musikalische Themen spreche. Vor allem dann nicht, wenn es wieder heißt, was ist Musik? Rock on!